Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 37 Musik. Heute wollen wir ein bisschen über das Thema Musik sprechen. Hörst du gerne Musik? Wenn ja, welche Musik? Schreibe es mir in die Kommentare. Heutzutage ist es sehr einfach, Musik über das Internet zu konsumieren. Du kannst Musik zum Beispiel bei Spotify oder YouTube hören. Früher musste man sich noch Musikplatten oder Musik-CDs kaufen. Als ich jung war, habe ich mir Musik-CDs in einem Musikladen gekauft. Es gab sogenannte Maxi-CDs. Das waren CDs mit nur einem oder zwei Singles auf einer CD. Eine Maxi-CD hat damals ungefähr 5 Euro gekostet. Das ist ziemlich teuer, oder? Heute kannst du für 5 Euro einen Monat lang Musik bei Spotify streamen. Das ist natürlich viel praktischer als damals, oder? Ich persönlich höre alle möglichen Musikrichtungen. Es hängt von meiner Laune und der Situation ab, welche Musik ich hören möchte. Wenn ich zum Beispiel entspannen möchte, dann höre ich vielleicht nur ein bisschen Lo-Fi-Musik. Ich höre auch sehr gerne Musik aus den 80ern oder 90ern. Wenn ich diese Musik höre, werde ich immer ein bisschen nostalgisch und erinnere mich an alte Zeiten. Leider kann ich kein Instrument spielen. Früher in der Schule habe ich Blockflöte spielen gelernt, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Meine Mutter zum Beispiel spielt Klavier. Spielst du ein Instrument? Wenn ja, welches Instrument spielst du? Ich würde in der Zukunft gerne Gitarre spielen lernen. Leider habe ich im Moment nicht so viel Zeit dafür. Ein neues Instrument zu lernen ist so ähnlich wie eine Sprache zu lernen. Man braucht viel Zeit und Motivation. Musik spielt auch eine wichtige Rolle beim Tanzen. Zu welcher Musik tanzt du am liebsten? Zu Rockmusik oder lieber zu Techno-Musik? Musik verbindet viele Menschen miteinander. Bei einem Konzert sind manchmal Tausende von Menschen und hören zusammen Musik. Ein Leben ohne Musik ist sehr schwer vorstellbar, oder? Hast du
einen Lieblingsmusiker oder eine Lieblingsband? Schreibe es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln. Heutzutage, these days, früher, back in the days, Musikladen, music shop, teuer, expensive, praktischer, more convenient, Musikrichtungen, types of music, Laune, mood. 80er und 90er, 80s and 90s. Sich erinnern, to remember. Leider, unfortunately. Blockflöte, flute. Klavier, piano. Verbinden, to connect. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.